Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt schon wieder lange, lange her, dass das letzte Video kam. Ich weiß jetzt gar nicht, was das letzte Video war. Ich glaube, das war das Thema, ob Ego-Shooter in frühen Jahren oder überhaupt, ob Ego-Shooter Amokläufer hervorbringen. Das ist schon ein bisschen her, das Video. Ich glaube, jetzt an die 3 Monate bald. Tut mir wirklich leid. Was hat sich in der Zeit jetzt getan? Eigentlich waren da ja Ferien, glaube ich. Hätte ich Videos machen können, aber ich habe die ganze Zeit nicht einmal gezockt. Das ist wirklich ziemlich krass, wenn man das vergleicht zu früher. Da habe ich ja jeden Tag 6 Stunden oder so gespielt und ja, in den Ferien habe ich bestimmt 70 Spielstunden die Woche gehabt, so mindestens. Also, das war schon ziemlich krass. Und ja, Leute, jetzt ist es so, bei mir steht Abi an, nächstes Jahr. Die Zeit wird echt jetzt auch immer knapper mit Freunden, Schule und dem Ganzen. Aber was ich mir letzt überlegt habe, ich bin ja schon ziemlich lange auf YouTube und mittlerweile ist es halt so, dass die ganzen Videos und Spiele jetzt hier auf YouTube, es ist alles irgendwie derselbe Shit zum größten Teil. Da werden neue Spiele rausgebracht. Also das ist, wo jetzt das Video drum gehen soll. Das ist jetzt einfach mal wieder komplett Freestyle hier aufgenommen. Die ganzen neuen Spiele, die sind irgendwie alle gleich, sehen alle gleich aus. Da wird überall das Gleiche gemacht. Irgendwelche Zukunftsszenarien oder irgendwelche, keine Ahnung, was für Spiele. Also ich weiß nicht. Entweder geht es nur mir so, weil ich die Spiele nicht mehr spiele, oder es ist einfach so, dass die ganzen neuen Spiele alle gleich sind. Ich weiß nicht. Ich persönlich hätte, worauf ich Lust hätte, wären PS2-Spiele. Darauf hätte ich mal wieder richtig Bock. Generell alte Spiele. Half-Life 2 habe ich noch nie gespielt, wollte ich mir immer für ein Let's Play aufheben. Ich bin am Überlegen, ob ich Half-Life 2 Let's Playen soll. Weil irgendwie habe ich da voll Bock drauf. Ist halt die Frage, ob das überhaupt irgendein Schwanz sich noch reinzieht. So ein altes Spiel, also relativ alt. Auch wenn es mega geil ist, ist es halt einfach so, dass viele Leute einfach die neuen Spiele nur sehen wollen. Und auch nicht nach alten Spielen irgendwie noch schauen, ob da Let's Plays zu gemacht werden. Kann ich auch verstehen, aber mich machen so die meisten neuen Spiele einfach überhaupt nicht an. Ich muss jetzt einfach mal schauen, ob ich mir irgendwann nochmal ein neues Spiel holen werde. Und ja, zum Beispiel jetzt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt im Hintergrund einblenden werde. Vielleicht werde ich auch Dings einblenden. Warhammer, Dawn of War, Dark Crusade. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch kennt. Warhammer werden ein paar Leute kennen. Ich habe damals sogar Tabletop-Figuren gesammelt, zusammengebaut, bemalt, was auch immer. Die sahen sogar richtig gut aus. Vielleicht kennen das ein paar Leute. Games Workshops und alles. So Zeug. Aber muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht, was ich bringen soll. Ich kann auch nicht immer Black Ops 2 bringen. Und ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr auf die Spiele, die ich immer gebracht habe. Ja. Worauf ich irgendwie Lust hätte, wäre Minecraft Let's Play. Am besten einfach ganz normal irgendwie eine Welt aufbauen mit Shader. Hätte ich irgendwie voll Bock zu, aber keine Ahnung, Leute. Ich weiß einfach überhaupt nicht, was ich jetzt für Videos machen soll. Vielleicht könnt ihr auch mal Wünsche eurerseits in die Kommentare schreiben, falls es hier noch Leute gibt. Jetzt sind bei uns in Hessen erstmal Ferien, da könnte ich schon mal das ein oder andere Video raushauen. Ihr könnt auch reinschreiben, mit wem ich vielleicht mal ein Video machen soll. Leute in meiner Größe bis, was weiß ich, zu 10.000 Abonnenten oder ein bisschen mehr, an die ich rankommen könnte. Und dann frage ich die, ob ich mit denen ein Video machen kann. Vielleicht auch mal wieder League of Legends. Ein Video, ein Troll-Video, weil ich kann echt überhaupt nichts mehr. Also lasst es mich wissen, Leute. Auf jeden Fall hätte ich irgendwie mal Lust auf ältere Spiele, nicht auf die neuen Spiele, die es jetzt so gibt. Ich wollte mich einfach mal wieder melden, weil es schon mal wieder Zeit wurde. Und vielleicht habt ihr auch Themen für Videos, wo ich mich zu äußern soll, wo ich irgendwelche Themen ansprechen soll.
Und dann würde ich da auch was machen. Deswegen, Leute, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wie auch immer, lasst uns ein bisschen in den Kommentaren labern. Danke fürs Anschauen. Sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bewerten, kommentieren wäre natürlich geil. Und dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald. Macht's gut. Ciao.